Sex, Drugs and Rock'n'Roll. In der Jugend, so mit 16 Jahren, da war halt die Sturm- und Drangzeit, da war halt wichtig, bei den Mädels gut angekommen. Wir haben eine Heavy-Metal-Band gegründet, ich war der Gitarrist. Ja, und irgendwann war halt dann auch der Zeitpunkt nach so einem Heavy-Metal-Konzert in Deutschland, wo wir 3 Tage nur schlecht ernährt, viel Alkohol und geracht haben, wo ich dann bei der Heimfahrt gesagt habe, so kann es einfach nicht weitergehen. Es ist, da steht ein Ablaufdatum drauf und ich fühle mich jetzt nicht wie 24, ich fühle mich wie 52 und keine Ahnung, ich muss was ändern. Und ab dem Zeitpunkt, das war ein Sonntag, ab dem Montag drauf bin ich jeden Tag laufen gegangen. Also da habe ich von heute auf morgen das rachen lassen und bin dann eigentlich jeden Tag, ich schätze vier Jahre mindestens, jeden Tag laufen gegangen. Angefangen mit kleinen Runden, 2 Kilometer, ausgeweitet auf Billerset-Runden, was so 4,5 Kilometer sind. Ja, und das hat sich halt aufgesteigert bis jetzt 100 Meilen. Also das ist bis jetzt das Weiteste und ja, wer weiß, was da noch kommen wird. Ja, Laufen ist für mich eigentlich ein Weg zur Energiequelle. Das ist, wenn ich da den Berg auflaufe mit voller Intensivität und oben dann bin, der Puls schlägt noch am ganzen Hals auf und man schwitzt und man ist fertig, oder? Und dann sitzt man sich hin und dann wird man so richtig geerdet, gell? Weil uns geht es einfach so gut und da merkt man einfach mal, wie klar das man eigentlich ist gegen den Berg, gell? Der hat es geschafft, dass man innerhalb von 30 Minuten komplett am Ende ist und dann haut man sich hin, genießt es und man merkt, wie der Berg und die ganze Landschaft, wie die Natur dir die Energie irgendwie wieder zurückgibt. Und ich merke das am meisten, je fertiger, dass ich da oben ankomme, desto mehr, mit mehr Energie komme ich zurück, weil das halt einfach, der Berg gibt dir das, oder die Natur gibt dir das Ganze einfach wieder zurück. Von dem her lebe ich da in einem Schlaraffenland, weil ich habe 5 Minuten hinter dem Haus am Berg und wenn es die Zeit erlaubt, dann gehe ich mit meinen Kollegen klettern. Es sind zig, ja hunderte Kletterrouten bei uns in der Region. Und wenn ich mal Lust habe, dass ich mal wieder ein bisschen mich spüren will, dann laufe ich den Berg auf. Und wenn ich dann auch sage, ich muss schneller wieder unten sein, oder ich will meine Knie schonen, dann fliege ich alle. Mit dem Paragliden hast du super Möglichkeiten bei uns da. Also, wie gesagt, Schlaraffenland einfach.